Puh, ganz schön heiß hier, oder? Ja, liegt daran, dass sich hier irgendwelche Yokai verbergen, die die Raumtemperatur ein bisschen erhöhen. Und die gilt es heute zu besiegen. Hier im neuen Part von Yokai Watch ist eine kleine Sidequest, die wir jetzt zu Partbeginn mal angehen wollen. Und ja, was haben wir sonst noch so vor? Wir wollen auf jeden Fall nochmal zum Yokai Maten, denn dort wird es uns bestimmt wieder einige. Oder wir haben ja bestimmt wieder einige coole Yokai bekommen, denn ja, es ist ein neuer Tag und das heißt, ich kann wieder am Yokai-Maten drehen. Und ich hoffe mal, das gibt mir einige coole Yokai. So, und dann werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit der Hauptstory fortfahren. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut, kann das sein? Lass mich mal ganz kurz nachschauen. Auf meinem Ohr ist sie zumindest ziemlich laut. Ich drehe es erstmal nur bei mir. Ein bisschen leiser, so. Ja, genau. Und bestimmt machen wir neben der Hauptstory noch ein paar weitere Sidequests. Keine Ahnung, wir gucken mal, was heute so alles möglich ist. Gut, hier drin ist jetzt nichts mehr. Aber draußen sind, glaube ich, noch welche, die mit der Sidequest zusammenhängen. Irgendwo. Glaube ich zumindest. Ist ja hier das gute Haus vom, das Haus vom guten Freddy. Ja, hier drin ist noch irgendwo jemand. Was sagst du? Oh, Marvin, schön dich zu sehen. Mein Junge läuft irgendwo in der Gegend herum. Wundervoll. Hast keine Ahnung, wo dein Junge ist, aber das beunruhigt dich nicht, ja? So. Wo ist der denn? Den kann man gar nicht sehen. Interessant. Ja, hier im Bad fühlen sich die Tropfis natürlich wohl. So, Tropfi gefunden. Wo auch immer er ist. Er ist hier irgendwie. Ich kann ja drehen. In der Ecke. Ja, der Platz ist nicht feucht genug. Doch ist er. Du machst es ein bisschen zu feucht hier. So, ja. Und ich würde sagen, die hauen wir genauso einfach weg. Hallo? Sind gerade nicht. Wie die davor. Das war auch gerade sehr interessant gezeichnet. Und es ging trotzdem. Ja, das ist wieder super. So, hauen wir drauf. Sehr schön. Ach, wir haben schon ein geiles Team durch den ganzen Yokai-Maten-Kram. Also halt wirklich. Es ist unfassbar, wie cool das Team einfach ist. Ach ja, das könnten wir jetzt schon so lassen, meinetwegen. Tristine ist vielleicht nicht mein Lieblings-Yokai, aber ansonsten könnten wir es echt so lassen. Ist hier oben noch irgendeiner? Ja, scheinbar. 203 Tropfis. Moment, kann ich halt auch was ansprechen? Ich habe scheinbar nur eingebildet. Hier ist jedenfalls eine Katze. So, er müsste in Bärs Zimmer sein, glaube ich. Ich habe vorhin Freddys Haus gesagt, oder? Ich meinte Bär. Da ist er. Ich habe vorhin Freddy gesagt, das war ein Fehler. Es ist Bärs Haus, nicht Freddys Haus. Ich habe halt nur Freddy draußen gesehen und habe deswegen Freddy gesagt, und nicht Bär. Ich weiß, Bär stand da auch, aber egal. Haben wir uns den Comic schon angeguckt? Moment, hier. Wir machen es einfach mal jetzt, jetzt. Auch wenn wir es schon gemacht haben, keine Ahnung. Also ich kenne den jedenfalls, aber ob wir es im Let's Play schon gesehen haben, keine Ahnung. So, heute wollen wir uns mit ein paar Yokai anfreunden. Hier sind auch keine da. Hier, da, hä? Whisper, warum stellst du mich nicht deinen Freunden vor? Klar doch. Ich meine doch deine Yokai-Freunde. Der gute Freund Bob mit deinem Reisbällchen. Ja, das ist witzig. So. Mehr Luftfeuchtigkeit. Das kannst du mir bitte mal lassen, weil ich habe auch keinen Bock auf Luftfeuchtigkeit. Eigentlich so. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vor allem momentan. Ich ist momentan bei mir, wo ich das ja aufnehme, wieder ziemlich heiß. Also, es ist eigentlich schon Herbstanfang bei mir. Aber es ist trotzdem noch sau heiß. Momentan ist es schrecklich. Ich nehme das jetzt vielleicht ein bisschen im Voraus auf, im Vergleich dazu, wann das kommt. Und ja, deswegen, es ist sehr heiß. Und ich schwitze mich tot. So, das Traufe-Problem ist gelöst. Sehr schön, hier liegt einfach eine Ketten. Nee, Quatsch. Ich dachte, das ist eine Säge. Keine Kettensäge, eine Säge. Aber es ist so ein komisches Gummiband zum Ziehen. Ey, wie viel Zeug einfach rumsteht und so. Ich liebe diesen Detailheitsgrad, dass einfach so viel Zeug auf dem Boden rumliegt und so. Wo man auch erkennen kann, was das ist, sag ich mal. Geht ja auch nicht immer. So, hey. Gut, hier steht die Luft vorbei. Sehr schön.
Sieht so aus, als könnten wir diesen Mann zur. Als könnte der Mann zur Arbeit zurückkehren. So. Wow, was bist du denn für einer? Sag mir, dass alles gut ist. Genau, Whisper. Alles ist super. Zu heiß zum Arbeiten. Ich glaube, er hat zu faul zum Arbeiten. Aber egal. So, sehr schön. Level up für Dämonen, Jibanyan. Wundervoll. Einfacher Armreif. Nice. Meine Bonusszene. Oh, Jibanyan. Komm, Jaunsee. Der Arme. Wurde einfach von Auto überfahren. Tja, kann man nichts machen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Yokai Maten und dann kümmern wir uns um die Hauptstory. So, wäre ich jetzt ein guter Let's Player, würde ich jetzt hier in falsche Richtung. Würde ich jetzt hier einen Schnitt setzen und einfach, wobei, komm, jetzt sind wir gerade schon mal im Blütenbühl. Dann machen wir erstmal Hauptstory, bevor wir uns um den Yokai Maten kümmern. So, aber hier ist das Bad, hier gibt es eine Sidequest. Ich hoffe, Biggie geht es gut. Sag mal, was stimmt denn mit deiner Klassenkameradin Alex nicht? Hör mal, Biggie ist meine Freundin, aber sie ist total auf Popstars fixiert. Sie ist total in sie vernarrt und will unbedingt einen treffen. Sie ist besessen. Popstars, ja? Dabei kann ja nichts Gutes herauskommen. Denkst du kannst mir helfen, sie von diesem Popstar-Wahn abzubringen? Natürlich, Alex. Wirklich? Klasse. Biggie befindet sich in der Nähe des Irradar-Marktes. Ihr ist zu Ohren gekommen, dass eine gewisse Popstar mal dort war. Geh hin und sprich mit ihr. Ich komme später auch vorbei. Tausend Dank. Ja, bei Birgit waren wir auch schon im letzten Part. Mal so gucken. So, was kann man bei dir kaufen? Kalte Milch. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Okay. Nach dem Baden ist ein Glas Milch genau das Richtige. Hör auf, deinen Vater nachzuahmen. Biggie ist immer da. Oh, ja, ich komme vorbei, bla bla. Und du so? Ich kann mit der Frau nicht doch hier reden. Ah, das war himmlisch. Was war himmlisch? So, hier können wir nicht rein, by the way. Das ist die Damenumkleide. Oh Gott. Ist Nathan wohl doch kein Junge? Gibt es sich nur als Junge aus? Ah, das war ein schönes Bad. Ich habe mich immer gefragt, warum auf dem Touchscreen hier keine Tür ist, aber hier eine Tür ist, wo man auch nicht durchkommt. Man kann ihn nicht aufmachen. Also gut, alles ist vorbereitet. Es ist Zeit für mein Bad. Wundervoll. Dann können wir jetzt gehen. So, ja, dann gehen wir erstmal nach hier unten. Dann können wir nämlich auch gleich zum Immerdar-Markt flitzen von hier aus. So ist der Fahrradladen. Die müssen uns ja die Dings geben. Hallo, ich war vorhin rund um die Uhr. Oh, hallo, hat euch ja Gutblick hergeschickt. Ja, er hat uns angerufen und gemeint, jemand würde eine Schraube abholen. Das bin ich. Hier ist sie, ein seltenes Stück. Ist schwer zu finden hier in der Gegend. Verliere sie auf dem Weg zurück nicht. Uhrenschraube. Ja, natürlich, das ist eine ganz normale Schraube. So. Dann gehen wir rüber zum Immerdar-Markt für die Quest. Und die Pfeile auf dem Touchscreen verschmelzen. Jetzt nicht mehr. Jetzt verschmelzen sie wieder. Jetzt nicht mehr. Das ist mir witzig. Hier ist der Immerdar-Markt. So, hallo Birgit. Sie war wohl vor 10 Jahren schon mal hier. Vielleicht kommt sie ja zurück. Natürlich. Sie ist total begeistert davon, dass ein Promi hier auftauchen könnte. Hä? Ich habe keine Zeit für Geplänke. Bald könnte eine Berühmtheit kommen. Wie ist sie überhaupt so besessen geworden? Zeitschriften, Fernsehen? Ich werde einen Star treffen. Alles andere ist unwichtig. Ist das da einer? Jenny hatte recht. Promis sind so cool. Ich will unbedingt einen sehen. Ich will Teil dieser Welt sein. Ich werde nicht gehen. Meine Hausaufgaben und Freunde können warten. Ach so, jetzt verstehe ich. Jenny hat wirklich einen großen Einfluss auf sie. Wir sollten Jenny um Hilfe bitten, Bürger diese Flausen aus dem Kopf zu treiben. Hä, wenn du Jenny suchst, ich glaube, sie ist zur Postfähre gegangen. Zu der in Enzhausen Neudorf. Okay, gehen wir da als nächstes dann irgendwann mal. Das geht bei euch so ab. Ja, das ist wahr. Jetzt wird ich alles sehr voll von Hügeln und so. So, jetzt kommt Wanderers Rast. Das ist ein bisschen. Ja, spannend. Aber dazu gleich mehr. Hey Junge, ich hätte, du bist Marvin, nicht wahr?
Oder wissen Sie, wie ich heiße? Oh, der alte Horatius von rund um die Uhr hat mir alles erzählt. Du bist hier wegen des Dings für das andere Ding, nicht wahr? Hier, nimm. Uhrenfehler, sehr schön. Du bist einer von den Guten, Kleiner, das kann ich fühlen. Man kann sehen, wie sehr du Yokai liebst. Ich habe eine Idee, warst du jemals bei Wanderers Rast? Es ist eigentlich... Es ist ein irrer Zen-Ort, an dem sich Yokai von überall entspannen können. Sache ist die, ich brauche jemanden, der die Anlage für mich leitet. Management ist nicht so mein Ding, weißt du? Mit deiner Liebe für Yokai wärst du perfekt für den Job. Außerdem ist es super entspannt hier und das sage ich als Manager. So kannst du dich auch mit Yokai aus anderen Städten austauschen. Ich bin nicht in Eile, also sag Bescheid, wenn du Interesse hast. Ja, das ist halt quasi so ein Ding, wenn man Streetpass anhat, dann ja, und halt andere Leute Yokai Watch spielen, dann können halt hier irgendwelche Yokai quasi rein. Habe ich nie benutzt und werde ich auch weiterhin nicht benutzen, weil ich nehme meine Aufnahme 3DS nirgendwo mit hin und deswegen bringt das halt nichts. So. Und ich habe meinen, ich könnte jetzt quasi mit meinem anderen Yokai Watch Spielstand das machen im Prinzip, aber es ist halt auf dem gleichen Spiel, deswegen geht das schlecht. Ja, aber, nee, den folge jetzt nicht. Habe ich keinen Bock drauf gerade. So, hier ist der Tempel, das war ein Pfad, das in der letzten Part schon mal angesprochen wurde. So. Ja. Jetzt ist die Frage, kann ich, oder könnte ich den jetzt schon nutzen? Nee, der redet nur. Ja, das wird schwer noch wichtig, der Typ hier. Später. Wird auch in der Story irgendwann eingeführt. So. Dann ist hier ein kleiner Nebenweg. Fannes gibt es hier. Der ist auch relativ spannend. Der ist auch vom Tapferstamm. Wie unser... ich kann den Namen nicht merken. Stimuleo, oder? Und der entwickelt sich auch irgendwann zu einem relativ guten Yokai. Es ist von Rang C die Entwicklung. Aber prinzipiell ist der echt ganz gut. Und, ja, das ist halt so die Sache. Den würde ich prinzipiell auch ganz gern mitnehmen und entwickeln. Aber die Sache ist die, dass ich halt, dafür, ja, wen anders rausschmeißen müssen und ich weiß nicht wem. Also eventuell Tristine, weil ich sie ja nicht wirklich mag. Aber, wahrscheinlich ist sie eher besser als Funnes. So, kann er jetzt bitte einfach sterben? Ihr könnt... Ach, ich muss einfach notisieren, ist mir doch egal. Ich wollte ihn mir eigentlich aufsparen jetzt. Ich dachte mal so... Okay, komm, das Ding eigentlich geht doch hin. Ich dachte mal jetzt so, ja, das wird schnell gehen jetzt hier. Deswegen, muss ich da jetzt nicht mit Ultis jetzt aushelfen, aber scheinbar nicht. Scheinbar dauert das schon ein bisschen ewig jetzt hier. Macht doch einfach los, haut drauf, dankeschön. Meine Güte. Vielleicht kommt jetzt einer mit. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, gibt jedenfalls ordentlich EP. Ist eine Seitengasse und die geben... Ja, da gehen die Yokai ja relativ viel EP. Nö. Ist mir jetzt auch egal. So, dann haben wir hier auch immer noch... Karotten. Auf dem Feld. Die gibt es ja eigentlich immer, glaube ich. Wenn man hier... Also, übernachtet und wieder herkommt. Oh, ein Noko ist das, glaube ich. Nee, Toko, Noko, irgendwie so... Noko, genau. Der ist auch später für eine Quest wichtig gewesen, irgendwie. Da musste man irgendwie Noko suchen oder so. Ich bin mir nicht immer sicher, wie das war. Aber die kommt erst später. Irgendwie so war das. So, ich hau euch alle einfach ganz schnell weg. Hat nicht gereicht an Sachen. Okay, die sind ja scheinbar echt relativ stark, die Yokai, die hier vorkommen. So, jetzt hau ihn weg. Dankeschön. Vielleicht schließt das ja nicht an, das wäre voll praktisch, aber ich glaube, man musste irgendwie einen finden und besiegen oder so. Oder irgendein Item, was der droppt, bringen oder... Ich weiß es nicht mehr, irgendwie so war das. Helfers Helfer 7. Okay. Alles klar. So, hier kommt man erst... Ach, hier kommt man noch gar nicht durch. Ich wollte nur schon mal die Tür öffnen, die da war. Da war eine Tür, bei dem einen Haus... Die hätte ich prinzipiell jetzt schon aufmachen können, wenn ich da durchkommen würde. Das würde später eine Quest erleichtern.
weil ich in das Haus auch mal rein muss. Aber naja, was soll's. Okay, halt nicht. So, ja, dann gehen wir jetzt weiter und das letzte Ding holen, was wir brauchen für... Nein, für die Hauptstory. So, wo genau war das nochmal? Ich kann ja auch hier hoch. Krapfenhügel. Alles klar. Was ein Name. Der Krapfenhügel. Ach, im verfallenen Anwesen, stimmt. Wie nennt ihr das? Krapfen, Kreppel, was weiß ich. Da gibt es ja verschiedene Begriffe für. Pfannkuchen, Berliner. Bei uns sind es einfach Pfannkuchen. Also ja im Prinzip, oder Berliner ist im Prinzip eine Kurzform von Berliner Pfannkuchen. Deswegen. So. Ambussprosse, sehr schön. In das Haus kommt man erst mit Rang S rein. Da ist auch ein relativ starker Yokai drin, ne? Aber dazu dann später mehr. Und hier ist eben das verfallene Anwesen. Das ist ein seltsamer Ort, um ein Zahnrad abzuholen. Und ja, an einem Ort wie diesem findet man bestimmt mehr als nur Antiquitäten. Ihr Limit ist bestimmt nur so von Yokai, das sage ich dir. Lass uns das Zahnrad finden. Alles klar, Whisper, wenn du das sagst. So. Also. Hier kommen wir erstmal Rang D rein. Hier, die Tür ist auch abgeschlossen. Und der einzige Weg, den wir jetzt haben, bla bla bla, ist ja hier. Das sagt uns auch Whisper gerade. Man kann halt immer da durchgehen, wenn das ein Auge ist. Da zum Beispiel unten ist dieses Rot und da ist kein Auge, also ein geschlossenes Auge ist da. Und deswegen können wir da jetzt nicht durch. Jetzt können wir von der Seite hier eben durch. Aber ja, das ist halt so die Sache. Gut, ja, das war jetzt so, um hier reinzugehen. Ich meine, gucken, ob hier irgendwas ist. Irgendein Item oder so. Oh, scheinbar nicht. Hier gibt es auch prinzipiell gerade eigentlich nur einen Weg, der halt richtig ist. Nehme ich hier hoch. So. Oh, das kann ich halt relativ schlecht erkennen, was hier ist. Mein Bildschirm ist ein bisschen dunkel. Nochmal. Dich können wir kurz mitnehmen, weil du bist ein neuer Yokai, das wir dich schon mal gesehen haben. Ich will nicht. Will nicht ist, glaube ich, auch irgendwann wichtig für eine Quest. Ja, fast alle Yokai sind irgendwie wichtig für eine Quest gefühlt. Deswegen, da haben wir schon noch einiges vor, später die ganzen Yokai zu fangen. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich alles in das machen möchte. Also auf jeden Fall alle Quests. Und, ja, mal gucken, was wir dann noch so machen. Ein paar optionale Bosse besiegen, also optionale Yokai-Bosse, was auch immer. Dann haben wir auch noch... Bei der Info, die Yokai-Orte, die will ich wahrscheinlich auch komplettieren. Oh, mal gucken. Das werden halt immer mehr, je nachdem, wie hoch dein Watch-Rang ist. Deswegen da... Oh. Da können wir noch mehr bekommen. Mehr coole Yokai. Ich glaube, hier, wollte ich gerade sagen, bricht es auch ein. Aber jetzt ist praktisch. Jetzt können wir nämlich hier draußen die eine Tür öffnen. So, das ist hier prinzipiell in relativ, ja, ach, hier muss man auch hin, das ist relativ, also ein relativ kleiner Dungeon im Prinzip, aber ich mag die Yokai Watch Dungeons, die sind immer so, sie sind halt nicht komplex, einfach nur im Prinzip schön durchlaufen und gut ist, das können wir jetzt mal aufschließen, aber ich will noch gar nicht hier raus, weil hier kann man auch ins Haus nochmal rein. Wir gucken uns auch hier erst dann richtig um später. Also hier gibt es auch noch mehr. Auch oben in der Etage gibt es noch mehr, aber das meiste werde ich dann erst später holen. Wenn wir halt den besseren Rang haben, dann können wir also einen Rang D haben. Das wird ja auch bald der Fall sein. Dann können wir auch hier drüben lang, aber ja, egal. Wir werden erst später hier umgucken. So, und hier haben wir auch einen relativ wichtigen Yokai. Zwar den guten Baku, das kann ich schon mal spoilern. Eine lila Münze, sehr schön. So, und zwar ist der gute Baku auch relativ wichtig für das Gameplay, sag ich mal. So, der pennt hier ein bisschen.
Der Yokai sieht überarbeitet aus. Das ist Baku. Sie ist dafür bekannt, die Träume der Menschen zu essen. Sieht so aus, als hätte sie selbst einen Albtraum. Sollen wir sie aufwecken? Nein! Monster wie du werden Baku nicht essen! Und jetzt greift uns einfach, da halt denkt, dass wir die Monster sind, die ihn in seinem Traum essen wollten oder so, keine Ahnung. Aber der Kampf ist prinzipiell nicht schwer, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen können wir da jetzt ein bisschen draufhauen. So. Dann reinigen wir Shibanyan. Das Team ist auch besiegt. So, ein Fan ist schon mal down. Sehr gut. Was konnte Stimulio noch mal? Nur mal als Frage. Was konntest du? Du kannst... Ah, okay, stimmt. Werte erhöhen. Irgendwas erhöhen. Was erhöhst du? Angriff. Nice. Das ist ziemlich praktisch. Nee, bei dir würde ich eigentlich nichts. Ja, was das Teens Ulti sehe. Halt, erst das hier. Okay, er ist eh gleich down, deswegen. Brauche ich jetzt eigentlich nicht draufhauen. Mit Ulti sehe jetzt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Dann haben wir das 7-Level ab aufgestiegen. Und wir haben Pflaumenreißer bekommen. Wundervoll. Alles in Ordnung. Baku, nicht träumen. Tut mir leid, wir wollten dich nicht so unsanft aufwecken. Puh, Baku erleichtert. Baku, danke. Baku, Albträume in letzter Zeit. Baku, hungrig für gute Träume. Dein Gesicht lecker für Baku. Danke, ich... Warte, was? Baku, Freundin. Baku, essen alle Albträume. Gut für dich, gut für Baku. Okay, klar, solange du mein Gesicht nicht isst. Baku nicht essen Gesicht. Er sieht aber immer noch lecker. Was zum Teufel? Sehr schön. Dann sie ist charmanter, aber werde ich ins Team aufnehmen. Brauche ich nicht. Aber gut, dass wir sie schon mal haben. Sehr schön. So werde ich machen. Nicht. Baku, verschling deine köstlichen Träume. Kennst du das Ding bedeuten? Leckere Freundschaft. Leckere Freundschaft. Und er hatte, sie hatte das Zahnrad. Sehr schön. Toll, das ist das Zahnrad. Ich bin mir sicher, das ist das Zahnrad, das der Ladenbesitzer wollte. Baku, glücklich, dass mit Buffet befreundet. Bitte iss mich nicht. Ernsthaft jetzt. Man findet eure Freunde an den seltsamsten Orten, was, Marvin? Da sind wir wohl zwei Yokai mit einer Klappe schlagen. Oder so ähnlich. So, jetzt können wir zurück zu der Gutblick. Das machen wir heute in dem Part noch. Dann werden wir am nächsten zum Waldberg gehen, schätze ich mal. Für den Yokai Marten. Das ist halt auch so eine Sache. Weil den nächsten Part nehme ich heute auch noch auf, deswegen... Ist es am gleichen Tag und deswegen passt das. Ich renne kleine Kinder rein. Hier ist auch eine Seitengasse übrigens. Warte mal, hier ist die Seitengasse, aber da geht jetzt endlich rein. Ich wollte mal schon mal zeigen quasi. So. Rund um die Uhr. Guten Tag, Mr. Gutblick. Nicht schlecht, Kleiner. Scheint, als hätten wir alles, was wir brauchen. Ich würde ja gerne loslegen, aber irgendwie fühle ich es nicht. Seit ich meine Glücksunterwäsche verloren habe, ist nichts mehr dasselbe. Ohne sie kann ich mich nicht wirklich motivieren. Kannst du sie mir holen? Sie haben gerade gefragt, ob ich ihnen ihre Unterwäsche holen kann. Ist das nicht ein wenig... seltsam? Absolut nicht. Ich rief bei den Lenzhausener Bädern an, doch vergebens. Naja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Sie haben gemeint, ich soll vorbeikommen, nachdem sie geschlossen haben. Aber nachts bin ich beschäftigt. Frag lieber nicht, wieso. Würdest du für mich nach Feierabend bei den Bädern vorbeischauen? Um ihre Unterwäsche zu holen? Das kann ich nicht machen.
Meine Mutter würde ausrasten, wenn sie sieht, dass ich nachts nicht da bin. Sehr schade, wenn doch nur Baku in der Nähe wäre, dann könnten wir... Du rufst Baku? Hey, was sagt man denn dazu? Ihr kennt euch ja schon, das macht's einfach. Baku hier wird sich um all deine Sorgen kümmern. Was meinst du damit? Baku kann all deine Müdigkeit verschlingen, du wirst voller Energie sein. Oh, den bräuchte ich auch. Außerdem kann Baku deine Form annehmen und dich nachts ersetzen. Wirklich? Das ist ja stark. Kleinigkeit, süß leckere Kleinigkeit. Komm, lass uns nach Hause gehen und es gleich mal ausprobieren. Sehr schön. War das jetzt automatisch gemacht? Ja, scheinbar. Und er ist schon mal müde. Und Baku saugt uns ab. Wow, das hat funktioniert. Ich bin kein bisschen müde. Gute Mahlzeit, Baku, voll und schläfrig. Na, schläft ohne Decke. Das ist fantastisch, Marvin. Jetzt können wir jederzeit losziehen. Schleichen wir uns raus, bevor deine Eltern irgendwas bemerken. Okay, aber das machen wir erst im nächsten Part. Das ist ja schön. Bis dann und ciao. Avi Road, tschüss.